Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Kultmagazin. Mein Name ist Jan Kölges, ich führe euch durch die heutige Sendung unter anderem mit den Themen E-Kult. Dieser Verein beschäftigt sich professionell mit interkulturellen Projekten und Konzepten. Andrea Folie ist heute im Studio bei uns zu Gast, um uns mehr darüber zu erzählen. Im Anschluss darauf gibt es von uns einen Beitrag über das jährliche Bergfilmfestival im DAS-Kino und zum Abschluss noch eine Übersicht der kommenden Veranstaltungen im Dezember im Kultplan. Aber zuallererst wünsche ich eine gute Unterhaltung mit unserem ersten Beitrag. Hier kommt der Kultdialog. Interkulturalität, Integration und Offenheit sind wohl drei der Standpfeiler, die es braucht, um auch weiterhin in einer solidarischen und sozialen Gesellschaft zu leben. Wer diesbezüglich eine Vorreiterrolle übernommen hat und mit einer Vielzahl von Projekten das Miteinander und die Diversität fördert, ist der Verein E-Kult. Vom Zukunftslabor 2016 für das Projekt Querbeet prämiert, freue ich mich sehr, heute einen Teil von E-Kult hier zu haben, und zwar Andrea Folie. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Wer leider nicht kommen konnte, ist die Kollegin Katrin Reiter, aber du wirst sie gebührend vertreten. Sicher. Und ich wollte dich als erstes mal fragen, was ist denn der Verein E-Kult? Was macht ihr? Der Verein E-Kult, interkulturelle Projekte und Konzepte, wie er mit den ganzen Namen sich nennt, wurde 2015 gegründet von eben der Katrin Reiter und mir. Es gibt natürlich einen gesamten Vorstand, bestehend aus jungen Leuten, die aus unterschiedlichsten Bereichen und Arbeitsbereichen sich mit diesem Thema beschäftigen. Wenn man sich die Zukunftsforschung anschaut, dann gibt es zwei zentrale Themen, die uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen werden. Das ist einerseits der Wohnungsbau und andererseits das Thema der interkulturellen Bildung. Ich glaube, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das Dorf wird noch dörflicher werden und wir werden uns mit diesem Thema einfach beschäftigen müssen. Und wir haben es uns zum Ziel gemacht, uns mit diesem Thema aus unterschiedlichsten Bereichen zu beschäftigen. Dabei vertreten wir einerseits die Kultur mit meiner Person. Ich arbeite seit vielen Jahren im Kunst- und Kulturbereich hier in Salzburg und meine Kollegin, die Katrin Reiter, seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Bildungssektor. Und wir sind einfach der Meinung, wenn man diese beiden Bereiche zusammenlegt, das heißt auch die beiden Bereiche vernetzt, dann entstehen einfach neue Modelle und Konzepte, wie man mit diesem Thema der interkulturellen Bildung, also quasi mit der Vielfalt oder mit der gesellschaftlichen Vielfalt umgehen kann. Wir nehmen jetzt nicht nur unsere Ideen mit in die Konzepte hinein, sondern uns ist es ein Anliegen, die Ideen, Wünsche, Kompetenzen und die Bedarfe von den Bürger und Bürgerinnen mit einzunehmen und mit ihnen gemeinsam diese Projekte auf den Weg zu bringen. Weil wir sind der Meinung, wie wir ein gemeinschaftliches Miteinander gestalten können. Diese Ideen kommen meistens aus der Bevölkerung. Es braucht manchmal nur einen kleinen Anschub, eine Unterstützung, Möglichkeiten, wo man sich eben öffentlich äußern kann oder Möglichkeiten, wie man sich austauschen kann, welche Projekte man initiieren kann. Und hier sind wir einfach als Vernetzer stark aktiv und konnten somit einige Projekte schon in die Wege leiten. Eine spezielle Idee, die mir geblieben ist und die ich gerne umsetzen möchte nächstes Jahr, ein Bildhauersymposium zu machen. Die Idee kam wirklich von ein, zwei Flüchtlingen selber. Und es gibt vor Ort zum Beispiel einen Bildhauer und das möchten wir weiterhin umsetzen. Oder eine Idee einer Teilnehmerin aus Alofer, sie möchte gerne Mantra singen machen. Finde ich auch eine spannende Idee und da schauen wir einfach mal, wie wir da weitergehen können. Man darf auf jeden Fall mit Spannung in die Zukunft blicken. Ja. Was sind denn so die Herausforderungen in eurer Arbeit? Die Herausforderungen sind einerseits jene, wie man es, glaube ich, jetzt auch von allen Seiten hört, die Leute sind schon lange da, teilweise ein Jahr, über ein Jahr, sie haben noch keinen Bescheid, sie haben keine Interviews und geben diese Frustration oder auch diese Depressionen, die in dieser Zeit dann entstehen, an die Ehrenamtlichen weiter. Die Ehrenamtlichen selber engagieren sich seit vielen oder seit
ein, zwei Jahren sehr intensiv um die Leute. Und das braucht natürlich Ressourcen. Das braucht finanzielle, zeitliche Ressourcen von Seiten der Ehrenamtlichen, die sie dann nicht immer leisten können und nicht mehr leisten können. Man merkt jetzt schon langsam eine Überforderung des Ehrenamtes. Die Leute können aber auch nicht mehr zurück, weil sie sich schon so stark mit den Menschen und mit ihren Freunden identifizieren. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen hier, zukünftig auch das Ehrenamt zu stützen und zu unterstützen. Und da sehe ich ganz stark auch die Arbeit jetzt im Projekt der Ankommenstour Querbeet, weil nur wenn das Ehrenamt funktioniert, funktioniert auch das gemeinsame Arbeiten mit den Flüchtlingen selber. Die brauchen einfach auch einen Austausch oder Gesprächsmöglichkeiten. Die Arbeit selber ist nicht schwierig, weil gerade in der Kunst, in der künstlerischen Arbeit, wenn man mit Theater arbeitet, wenn man mit Malerei, mit Bildhauerei arbeitet, es braucht keine Sprache. Man kommuniziert auf anderen Wegen, über improvisatorische Methoden, über Methoden in der bildnerischen Kunst. Da gibt es viele Projekte und Konzepte, die schon seit Langem dastehen und die auch neu entwickelt werden können. Ich denke mir gerade, über solche besonderen Momente, die man zusammen verbringen kann, entstehen ja dann auch gewisse Rückmeldungen. Was war denn das, was dich so am meisten beeindruckt hat? Das war wirklich eine Rückmeldung bei der Friedenswallfahrt, wo der junge Filmer Orwar Mohamed, wo wir vorher den Film gesehen haben, es gab in dieser Kirche eben, haben Muslims und Christen gemeinsam gebetet und danach er wirklich das Wort ergriffen hat in der Kirche und in Englisch und in Arabisch gesagt hat, dass er ist schon eben viel auch in der Welt herumgekommen, hat vieles gesehen, aber er hat noch nie im Leben Moslems und Christen gemeinsam beim Gebet gesehen. Und ich glaube, das war für viele, viele ein sehr intensiver und Moment, der nachwirkt. Es kam auch ein Ehrenamtlicher zu mir mit Tränen in den Augen und gemeint hat, jetzt nicht schmälern dessen, was bei Kaffee und Kuchen gemeinsam geleistet wird, wenn man gemeinsam ins Gespräch kommt, aber der eben meinte, ja, das geht jetzt wirklich in die Tiefe und da kann man was mitnehmen. Ein Schlüsselmoment sozusagen. Ja, ja. Genau, kann man sagen. Mhm. Und bei der Theaterarbeit, wir haben auch einen Theaterworkshop initiiert und dort ist es uns wirklich gelungen, Afghanen, Syrer, Menschen aus dem Irak, aus Iran und aus Österreich zusammenzubringen, 25 Menschen, um gemeinsam für 3 Tage intensiv an einem Workshop zu arbeiten, der dann eben auch präsentiert wurde beim ersten Pinzgauer Querbeet-Tag. Und das war auch das erste Mal, dass all diese Leute, es waren auch welche aus Afrika dabei, zum ersten Mal gemeinsam gearbeitet haben und gemeinsam etwas gestaltet haben, weil gerade die gemeinsame Arbeit oder der gemeinsame Austausch zwischen all diesen Kulturen, auch wenn sie in einer kleinen Gemeinde leben, die findet nicht statt oder nur sehr schwer oder eben auch mit großen Konflikten. Und hier kann natürlich in diesem Beispiel die Theaterarbeit sehr viel Integratives, sehr viel sehr viele soziale Komponenten mitbringen, um die Menschen zusammenzubringen, mhm, unabhängig von ihrer Sprache oder ihrer Herkunft. Was sind denn so die persönlichen Ziele von eKult, von euch als Ideengeberinnen, wohin soll es gehen? Wir waren heuer schon eingeladen in Breslau bei einer EU-Konferenz und konnten dort unser Projekt vorstellen. Es gab jetzt eben auch schon Anfragen, diese Idee auch außerhalb Österreichs weiter zu vernetzen und andere Partner in anderen Regionen zu finden. Das ist natürlich ein Ziel, auf das wir hinarbeiten, hier neue Konzepte auch zu finden, dieses grenzüberschreitende Arbeiten mit dem Thema der Interkulturalität und Diversität. Es betrifft zwar dann immer Regionen, aber die Ideen können ja immer transferiert werden und auch den Bürgerinnen zu ermöglichen, ihre Ideen nach außen zu tragen und nicht nur in den Gemeinden zu lassen, sondern sie mitzunehmen. Das ist eine Idee und das zweite Ziel haben wir jetzt fast erreicht, und zwar mit der Ankommenstour Querbeet werden wir dann ab Jänner 2017 in ein 2-jähriges Leader-Projekt in Salachtal starten, um dort nachhaltig
arbeiten zu können. Das heißt sozusagen, der Startschuss vom Zukunftslabor 2016 und jetzt auch die Förderung in diese Richtung sorgen dafür, dass E-Kult nachhaltig weiterhin am Ball bleiben kann. Ja, so ist es. Also das Zukunftslabor war für das Projekt Querbeet wirklich maßgebend und eine Anschubfinanzierung. Und durch die Unterstützung vom Land, von der Kultur- und von der Bildungsabteilung und durch die Unterstützung vom Salzburger Bildungswerk können wir jetzt das Projekt wirklich für 2 Jahre weiter transportieren. Mhm. Und weitere Ideen entstehen natürlich auch, die wir weitertragen wollen. Vor allen Dingen auch in Bezug auf das Thema der digitalen Bildung in Kommunikation mit der interkulturellen Bildung. Es gibt da jemanden, der heißt Annalena Wenzel, und diese liebe Annalena Wenzel spricht in einer ihrer Publikationen, und zwar Grenzüberschreitungen in der Gegenwartskunst, ästhetische und philosophische Positionen, von der Ablösung eines dichotomischen Denkens, also quasi dem zweigliedrigen Denken in Ja und Nein, geht oder geht nicht, hin zu einem Denken, was diese sowohl als auch Philosophie in sich hat oder die sowohl als auch Philosophie in sich hat. Und sie möchte damit sozusagen sagen, dass Grenzen als solches für sie nicht eine Abgrenzung in das eine und das andere darstellen, sondern dass eine Grenze sozusagen ein Dazwischen ist, ein Raum, der sich ständig verändert und der ständig neue Räume öffnet. Was ist für dich persönlich das Wort Grenze? Was verbindest du mit dem Wort Grenzen? Gute Frage, was verbinde ich mit dem Wort Grenzen? Einerseits, wie man vielleicht an meiner Sprache hört, komme ich aus Südtirol. Ich bin mit dem Wort Grenze immer sehr stark in Berührung gekommen. Gleich nächste Grenze war die Schweiz und dann Österreich. Das war dann immer so dieses Dreiländereck, in dem man sich bewegt hat. Und für mich war es einfach immer schon wichtig, persönlich diese Grenzen zu überschreiten. Einerseits geistig und andererseits dann wirklich auf realer Ebene neue Kulturen kennenzulernen, aus seinem eigenen Horizont rauszugehen und viel Neues mitzubringen. Und ich habe einfach gemerkt, dass durch diese Grenzüberschreitung sowohl auf geistiger Ebene, indem ich mich mit Dingen beschäftigt habe, die ich vorher nicht gekannt habe, oder indem ich wirklich eine Reise unternommen habe, konnte ich mich einfach wieder weiterbilden und diese Grenzen eben überschreiten und vieles von dessen, was ich abseits dieser Grenzen kennengelernt habe, wieder in mein eigenes Umfeld wieder mitnehmen. Das Thema ist auch deshalb interessant, ich war vor einigen Tagen bei der Extremismus-Tagung, da kam dieses Thema auch auf. Es gibt einige Vertreterinnen, die, wie ich finde, auch zu Recht behaupten, gerade im Bereich der interkulturellen oder multikulturellen Diskussion braucht es auch Grenzen, die man setzt. Denn irgendwann ist auch dieser Dialog vorbei. Es gab eine Dame, die gesagt hat, wir dialogisieren uns zu Tode. Und ich glaube, so ist es auch manchmal. Gerade wenn es um Menschenrechts, um Themen der Menschenrechte geht oder um Themen der im sozialen Umfeld, dann muss man auch Grenzen setzen, um bestimmte Grenzen für den Menschen wahren zu können. Siehe jetzt gerade Türkei oder, wenn man weitergeht, ja, Amerika. Das Thema Grenzen kommt zurzeit überall vor und anscheinend macht sich daraus gerade jeder ein Hobby. Es scheint so zu sein, ja. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, Andrea, und zwar, was sind so deine ganz persönlichen Wünsche für die Zukunft unserer Gesellschaft? Das ist aber eine schwierige Frage. Es hat niemand behauptet, dass es leicht ist hier bei uns im Kultmagazin. Ja, ist auch gut so. Das soll herausgefordert werden. Was ich mir wünsche für die Gesellschaft, was ich mir wünsche, ist wirklich, auch jetzt dem entgegenzusetzen, wir dialogisieren uns zu Tode, aber auch Menschen zu erreichen, die vorher noch keinen Bezug
zu anderen Kulturen hatten, aus welchen Gründen jetzt auch immer, aus welcher Bildungsschicht sie jetzt auch immer kommen, dass man sich hier wieder zusammenschließt, dass man gemeinsam Gespräche führt. Ich habe zum Beispiel kein Problem, in einer Gemeinde in die örtliche Bar hineinzugehen und mit den Leuten anfangen zu reden. Ja? Weil ich glaube, das ist der erste Weg. Und man darf sich da nicht irgendwo verschanzen in seiner Stadt, wo man mal hingegangen ist, um zu studieren, sondern man sollte dann auch mit dem wieder raus. Und jeder sollte sich, das, was ich mir wünsche, ja, ist, dass sich jeder auf Augenhöhe begegnet und dass nicht diese Rechts-Links-Lager entstehen. Wobei ich da schon auf den Boden zurückgekommen bin und ich glaube, es wird schwierig und sehr viel Arbeit benötigen, um eben hier nicht mehr diese Bildungsschichten auseinander zu dividieren oder eben diese Stadt-Land-Gefälle auseinander zu kriegen. Also sozusagen einen Dialog zu führen, ohne sich zu Tode zu dialogisieren. Yes. Dann danke ich dir sehr für den Besuch im Studio und wünsche alles, alles Gute für euren Verein eKult. Danke für die Einladung. Das war der Kultdialog. Für weitere Informationen über den Verein eKult besucht ihre Website www.ekult.at. Zum 23. Mal findet das Bergfilmfestival im Das-Kino statt. Zum letzten Mal aber unter der Leitung von Michael Billitsch. Diesen Vorwand hat er sich zu Herzen genommen, um ein ganz besonderes Programm zu erstellen. Welche Filme dieses Jahr laufen, zeigen wir euch jetzt im Kultblick. Zum 23. Mal fand heuer das Bergfilmfestival im Das Kino statt. Wie jedes Jahr erwartete die Zuseher ein vielfältiges und spannendes Programm rund um das Thema Berg. Ich freue mich auf dieses Festival, es ist das 23. Bei der Gründung des Kinos war ich dabei, 1976, 1977, 1978 haben wir begonnen. Wie gesagt, in den 80er Jahren erstes Mal Bergfilmfestival, seit 1994 durchgehend, bis heute zu diesem 23. Festival. Bei einer Pressekonferenz stellten Michael Billitsch, Thomas Neuhold und Angelika Hinterecker das heurige Festival vor. Wir beginnen heuer dieses Festival mit einer sogenannten Pre-Opening im Oval. Gut, das ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1927 von dem Begründer des Bergfilms, könnte man sagen, Dr. Arnold Fang, der diese Berge eingefangen hat, das erste Mal in großartigen Aufnahmen. Da gab es noch keinen Skilift, da gab es noch keine Skilifte. Eigentlich sind diese Filme es auch gewesen, die diesen Weg für den Skilauf mitbereitet haben. Wenn man es einfach sagt, dann erwartet sie eine große Anzahl von wirklich sehr, sehr interessanten Filmen. Die haben Themen zur Auswahl von den 8000ern, auch von Erstbesteigungen dieser Berge, von großen Protagonisten. Aber wir haben auch sehr viele Filme für die jungen Menschen. Das heißt, es gibt heuer einen Schwerpunkt mit Skifahren. Einige der Filme handelten auch von bergbegeisterten Powerfrauen, welche die Projektmanagerin von Das Kino, Angelika Hinterecker, vorstellte. Ja, in der sonst so sehr männerdominierten Szene habe ich jetzt die Ehre, unsere Powerfrauen, die wir dieses Jahr im Programm vertreten haben, kurz vorzustellen. Wir haben einen Film von Mira Rai, eine nepalesische Bergläuferin, und sie hat sich in den letzten Jahren an die Spitze der internationalen Bergläuferinnen gekämpft. Eine weitere Dame, die ich gerne präsentieren möchte, ist die Gela Allmann aus Bayern. Sie ist erfolgreiche bzw. war erfolgreiche Bergsteigerin, Bergläuferin, Skibergsteigerin. Bei einem Fotoshooting vor einigen Jahren ist sie dann in Island 800 Meter sogar in die Tiefe gestürzt. Sie hat es überlebt, allerdings schwer verletzt und kämpft sich seither zurück in den Alltag. Sie wird bei uns zu Gast sein am 25. November. Ihr Film One Step begleitet sie in dieser Geschichte. Wir haben Michael Billitsch gefragt, mit welchen Kriterien er und sein Team die Filme für das Festival auswählten. Wir möchten auf Qualität schauen, dass die Filme ein gewisses, auch filmisches Niveau haben. Darum heißt unser Festival Abenteuer Berg, Abenteuer Film, dass die Filme ein gewisses Niveau haben. Das andere ist, dass man schon versucht,
die verschiedenen Bereiche abzudecken, von Klettern, dann gibt es Wildwasserpaddeln, dann gibt es Drachenfliegen, dann gibt es Basejumpen, dann gibt es Slacklinen, dann gibt es Klettern und dann gibt es auch den klassischen Alpinismus. Also wir versuchen schon diese Breite abzudecken. Das ist nicht immer gleich, schwerpunktmäßig gleich, weil vor ein paar Jahren waren die alpinistischen Sachen stärker vertreten als zum Beispiel jetzt heuer. Und wir stellen auch immer wieder große Persönlichkeiten in den Mittelpunkt, wie heuer zum Beispiel diesen großen britischen Bergsteiger Chris Bonington, der einfach über sein Leben erzählt, der erzählt, was er alles gemacht hat, warum er es gemacht hat, was ihn da getrieben hat, aber der auch trauen muss um viele Personen, die er, und das ist mit dem Berg ja oft verbunden, mit Berg, da hat man immer auch mit dem Tod und mit dem Verlust von Menschen, die ihm abgestürzt sind, zu tun. Bergsteigen und diese ganzen Sportarten immer wieder mit der Suche nach Grenzen und der Überwindung dieser Grenzen zusammenhängen. Auch ein psychologisches Phänomen, das diese Basejumper dann auch formuliert haben. Man stürzt sich hinunter, ist ganz voll Angst. Beim 10. Mal hat man nicht mehr so viel Angst. Da macht man dann vielleicht noch einen Rückwärtssalto dazu, dann zieht man den Schirm später. Ich sage das jetzt nur, das sind auch Entwicklungen, wo man Kritik anbringen kann, denn es sind dadurch, dass man den Schirmsperr zieht, dass irgendwelche Kunststücke gemacht werden, da sind dann auch Menschen ums Leben gekommen und da konnte man sich auch die Frage stellen, ob das eine richtige oder eine falsche Entwicklung ist. Michael Bilic packte seine Lieblingsfilme aus den vergangenen Jahren Bergfilmfestival in die Filmreihe Gusto Stückerl, welche ebenfalls dem Publikum präsentiert wurden. Da habe ich ein paar Sachen reingenommen, die einen Rückblick geben auf 20 Jahre und die ersten Filme, die in diesem Programm sind, habe ich 85, 86 schon gespielt, nämlich unter anderem von Hans Kammerler und Reinhold Messner die Überschreitung von 2.800ern, von Werner Herzog gedreht, einem jungen, damals deutschen Filmemacher des neuen deutschen Films. Es gab dann ja später noch den neuen österreichischen Film. Und der Film ist insofern bemerkenswert, als er in einer einzigartigen Weite, finde ich, wenn Sie noch über etwas über Reinhold Messner erfahren möchten, das den seelischen Hintergrund von Messner betrifft, dann kann man den Film anschauen. Werner Herzog ist in dem Film nicht nur die bergsteigerische Faszination gelungen einzufangen, sondern er hat den Reinhold Messner tief in die Seele geschaut. Es gibt schon Favoriten, da gibt es vielleicht gleich mehrere, aber vielleicht nenne ich jetzt drei. Ein Favorit ist Werner Herzog, das ist ein ganz interessanter Regisseur des neuen deutschen Films, der mit Hans Kammerland und Reinhold Messner einen Film gedreht hat. Das ist einer davon. Der zweite, der mich sehr interessiert hat, weil er unwahrscheinlich schön schreibt, weil er auch ein Poet war im Schreiben und ein eher zu Fuß geher, er hat zwar einen 8000er erst bestiegen, ist der Österreicher Herbert Tichy, der in den 30er Jahren, 1930, 1940 schon im Nepal war, das Land durchwandert hat, Bücher geschrieben hat, in der Kriegszeit in China sozusagen geblieben ist und dann aus verschiedensten Ländern wunderbare Reiseberichte geschrieben hat. Und wenn er wenig noch, ja vielleicht den Salzburger, der aus Saalfelden stammt, dem Richard Rossmann. Der Richard Rossmann hat über seinen Vater und andere österreichische Skirennläufer einen Film gemacht, erst in den 30er, 40er Jahren, die Pionierzeit des Skifahrens und hat auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, beleuchtet diese Zeit des Nationalsozialismus in einem kritischen Sinn. Nach 38 Jahren als Geschäftsführer von Das Kino und Leiter des Bergfilmfestivals gab Michael Bilic seinen Rücktritt bekannt. Einerseits für mich ganz schön, weil es heuer wieder ein tolles Festival gibt, das wir einfach auch sehr toll zusammengestellt haben, glaube ich. Und es ist zugleich aber mein letztes, weil ich als Geschäftsführer von Das Kino, was ich sehr lange gemacht habe, seit 1983, aufhören werde. Ja, ich blicke eigentlich zurück auf einen großen Reichtum. Ich habe da begonnen, ich habe viel dazugelernt, ich habe sehr, sehr viele schöne Begegnungen gehabt. Das Wichtigste wird vielleicht bleiben, diese Begegnungen, die Kontakte, die entstanden sind. Ich bin auch stolz darauf, dass es mir und uns gelungen ist, immer so eine Qualität abzuliefern und so ein spannendes Programm. Es ist ja jedes Mal ein Abenteuer, das Programm zusammenzustellen. Man schaut so viele Filme an, man ist von manchen wirklich beeindruckt, fast mitgenommen. Und da muss man dann immer auswählen, auch dass man das entscheiden kann, ist natürlich schön. Und diese Zusammenstellung ist schon immer ein Abenteuer für sich, das nehme ich mit. Und was wünschen Sie dem Das Kino und dem Bergfilmfestival für die Zukunft?
Ja, ich wünschte erstens, dass es weiter besteht, weil irgendwie ist es mein Kind und ich finde, es ist schon erwachsen geworden oder schon mindestens jetzt großjährig, aber dass es weitergeht und dass man diese Offenheit, diese Begeisterung, aber auch diese Art behält, beeinflussbar zu sein, dass man mit Leuten redet, dass man von außen, wenn wer auf einen zukommt, dass man das diskutiert, berücksichtigt und dass man sozusagen für Einflüsse auch bereit ist und dass man die Neugierde und die offene, also die liebevolle Bereitschaft behält, auf das zu schauen und offen zu sein für das, was neu kommen wird. Das war der Kultblick. Für weitere Informationen über das Bergfilmfestival und das Programm der neuesten Filme, besucht die Website www.daskino.at. Kommen wir nun zu den nächsten Veranstaltungen in den kommenden Wochen im Kultplan. Das Kunsthaus Nexus in Saarfelden lädt Oliver Bolch ein. Seine Live-Reportage 9 Monate Südamerika von Feuerland nach Galapagos ist der Grund dafür. Der Bildbandautor und Reisefotograf lässt einen mit seinen beeindruckenden Bildern Teil seiner unglaublichen Reise werden, die er übrigens zusammen mit seiner Familie gemacht hat. Von der faszinierenden Fauna der Galapagosinseln hin zu den gewaltigen Gletschern von Argentinien. Lasst euch verzaubern und kommt mit. Wer der Musik von Blues-Gitarristen nicht widerstehen kann, der ist beim Irländer Simon McBride genau richtig. Aus diesem Grund tritt er auch im Rockhaus Salzburg auf. Simon McBride spielte bereits im jungen Alter von 10 Jahren Gitarre. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er nur 5 Jahre später die Young Guitarist of the Year Competition gewann. Nebenbei kann er auch noch eindrucksvoll singen und schreiben. Crossing the Line lautet sein neues Album. Wie sich das anhört, zum Konzert gehen. Wer schon immer ganz zwanglos über Musik diskutieren wollte oder gerne ein paar offene Fragen beantwortet hätte, ist beim Musiktalk im Rockhaus Salzburg genau richtig. Rockhaus-Geschäftsführer Wolfgang Deschow und Didi Neidhardt von Musik Austria stehen dabei als Experten zur Verfügung. Inhaltlich wird es dabei unter anderem um Urheberrecht, Vermarktung und die richtige Wahl des Tonstudios gehen. Das Republic in Salzburg präsentiert Schwanensee. Eine Ballettaufführung, die sich an alle richtet, egal ob groß oder klein. Nicht nur Kinderaugen werden staunen, wenn das Ensemble des Prager Festspielballetts in die Welt der jungen und hübschen Prinzessin Odette entführt. Farbenfrohe Kostüme und eine lebendig getanzte Geschichte machen dem Schwanensee-Märchen von Piotr Tschaikowski so alle Ehre. Das ist auch schon das Ende dieser Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema der nächsten Sendung ist die Bewerbung Salzburgs als Kulturhauptstadt für 2024. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.